Hast du toxische Familienmitglieder? Damit meine ich Familienmitglieder, welche negativ, manipulativ, verletzend oder einfach nur schwer zu ertragen sind. Wenn du solche Personen in deiner Familie oder Nähe hast, ist dein Leben schwer. Aber ich kann dich trösten, du bist nicht allein. Denn viele Menschen haben mindestens ein solches Familienmitglied. Und der Umgang mit ihnen kann eine echte Herausforderung sein. Denn du weißt ja, wie schwierig es sein kann, mit ihnen umzugehen. Sie können dir mit ihrer ständigen Kritik und ihrem Drama das Leben zur Hölle machen. Erfahre heute, was du dagegen tun kannst. Es ist so wichtig, dass du weißt, was du tun kannst, damit es dir besser geht. Der Umgang mit toxischen Familienmitgliedern kann schwierig sein, aber es ist wichtig, das zu tun, was das Beste für dich ist. In diesem Podcast werden wir die besten Regeln für den Umgang mit toxischen Familienmitgliedern aufzeigen. Ich sage dir, wie du sie erkennen und wie du effektiv mit ihnen umgehen kannst. Befolge einfach diese Regeln und du wirst feststellen, dass dein Leben sehr viel einfacher wird. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Kardinal und ich bin Buchautorin, Bioenergietherapeutin und Heilmedium. Herzlich willkommen zu meinem Podcast und schön, dass du heute hier bist. Nun werden wir auch gleich beginnen. Wie der Titel dieses Podcasts schon sagt, werden wir über giftige Familienmitglieder sprechen und wie du am besten mit ihnen umgehst, damit dein Leben wieder einfacher wird. Vielleicht ist dir schon aufgefallen, dass es immer mehr Menschen um dich herum gibt, die ständig wütend und negativ sind und dir einfach die Energie aussaugen. Vielleicht ist es nicht nur eine Person, sondern vielleicht sogar eine ganze Gruppe von Menschen oder deine ganze Familie. Und du fragst dich vielleicht, warum das immer öfters passiert. Ein Grund dafür könnte sein, dass wir gerade eine große Energieverschiebung durchmachen. Es gibt viele Veränderungen auf unserem Planeten und das betrifft jeden. Aber ein anderer Grund dafür könnte sein, dass manche Menschen einfach giftig sind. Und damit meine ich, dass sie giftig oder toxisch, wie man auch sagt, für dein Energiefeld sind. Sie entziehen dir Energie und sorgen dafür, dass du dich schlecht fühlst. Das bedeutet, dass sie sich mit deiner Energie stärken. Deshalb ist es wichtig, dass du lernst, wie du mit ihnen umgehen kannst, sonst werden sie dir weiterhin das Leben schwer machen. Hier nun die Dinge, die du tun kannst. Das Erste, was du tun solltest, ist sie zu erkennen, denn diese toxischen Menschen sind meist negativ, dramatisch und haben immer etwas zu meckern. Sie können auch manipulativ sein und versuchen, dich zu kontrollieren. Wenn du also jemand in deinem Leben hast, auf den nur eine dieser Beschreibungen zutrifft, dann ist er oder sie wahrscheinlich toxisch. Die zweite Sache, die du tun solltest, ist Grenzen zu setzen. Das bedeutet, dass du dich von der giftigen Person oder den toxischen Personen distanzieren solltest. Du musst sie nicht komplett aus deinem Leben streichen, aber du solltest nicht zulassen, dass sie dir deine Energie rauben. Verbringe weniger Zeit mit ihnen und achte darauf, dass du deine Energie schützt, wenn du in ihrer Nähe bist. Wenn es deine Familie betrifft, dann musst du vielleicht auch körperlich etwas Abstand schaffen. Schaffe dir Freiräume, die nur dir gehören und in welchen du Kraft schöpfen kannst. Ansonsten ziehe einen Schutzkreis um dich herum, sodass du dich selbst damit gut abgrenzt. Die dritte Sache, die du tun kannst,
ist ihnen Liebe und Licht zu schicken. Das klingt jetzt vielleicht seltsam, aber das ist sehr effektiv. Denn wenn du jemanden Liebe und Licht schickst, verändert das seine Energie. Es ist wie eine spirituelle Umarmung. Und wenn du das tust, werden die giftigen Energien, die sie in deine Richtung schicken, neutralisiert und du wirst spüren, dass du dich dadurch besser fühlst. Die vierte Sache, die du tun solltest, ist, deine Energie zu schützen. Das bedeutet, dass du meditieren, Energieheilung oder etwas in dieser Art tun solltest. Du solltest Dinge tun, wobei du dich gut fühlst und die dein Energiefeld stärken. In einer Meditation zum Beispiel kann man das sehr gut erlangen. Und wenn deine Energie stark ist, ist es für toxische Menschen viel schwieriger, dich auszunutzen. Die fünfte Sache ist, dass du einen starken Schutzkreis um dich herumziehen solltest. Das ist etwas, das du spirituell tun kannst. Es ist, als würdest du ein Kraftfeld um dich herum aufbauen, das dich vor negativer Energie schützt. Dabei solltest du aktiv sagen, dass deine Energie in deinem Schutzkreis bei dir bleibt. Du wirst spüren, wie es dir besser geht. Sage zum Beispiel diesen Satz: Alles, was zu mir gehört, bleibt bei mir. Alles, was nicht zu mir gehört, darf jetzt gehen. Die sechste Sache, die du tun könntest, ist, dir bewusst zu machen, was du in dein Leben lässt. Das bedeutet, dass du die Menschen, mit denen du viel Zeit verbringst, die Bücher oder Filme, die du dir ansiehst und die Musik, die du hörst, dass du dies alles sorgfältig auswählen solltest. Achte darauf, Dinge oder Situationen, welche dir ein schlechtes Gefühl geben, zu meiden. Denn all diese Dinge beeinflussen dein Energiefeld und können dich anfälliger für solche toxische Menschen machen. Der siebte Punkt wäre, dass du für die guten Menschen in deinem Leben dankbar sein solltest. Denn wenn du dich auf das Positive konzentrierst, ist es viel leichter, mit dem Negativen umzugehen. Nimm dir also jeden Tag einen Moment Zeit, um an jemanden zu denken, der dir ein gutes Gefühl gibt. Das kann ein Freund, ein Familienmitglied oder sogar ein Haustier sein. Sei dankbar für die Liebe und Unterstützung, die sie dir geben. Ich denke für mich oft an meine Katze. Der achte und letzte Punkt ist, dass du niemals die Hoffnung aufgeben solltest. Erinnere dich daran, dass du stark bist und mit allem umgehen kannst, was das Leben dir in den Weg stellt. Du kannst mit giftigen Familienmitgliedern umgehen und auf der anderen Seite gestärkt daraus hervorgehen. Gib also niemals auf und gehe deinen Weg weiter. Für dein Glück. Toxische Familienmitglieder können dir also das Leben schwer machen. Aber ich sage dir, du musst sie ja nicht unbedingt gewinnen lassen. Versuche diese Tipps zu befolgen, die ich gerade aufgezählt habe, und du wirst auf dem Weg zu einem glücklicheren und gesünderen Leben sein. Vielleicht hast du selbst auch noch ein paar Tipps, die ich hier nicht genannt habe, für den Umgang mit toxischen Menschen, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du sie unten in die Bemerkungen schreibst, damit sie alle lesen können. Dieser Podcast möchte auch sehr gerne von dir geteilt werden, damit andere Menschen sich gegen toxische Menschen wehren können. Gib mir bitte ein Like, wenn es dir gefallen hat, und abonniere meinen Kanal, um weitere Podcasts zu erhalten. Vielen Dank, dass du heute hier warst und bis bald.